Ich habe die schöne Aufgabe, heute Abend Ihnen ein bisschen was über Elektromobilität zu erzählen. Elektromobilität sieht man überall in den Zeitungen und wir beschäftigen uns auch damit. Das ist der Grund, warum ich hier eine besondere Expertise mitbringe. Wir machen Homespeicher, wo Elektroenergie, Solarenergie zwischengespeichert wird, aber nicht nur im kleinen Stil zu Hause, sondern auch im großen Stil. Das heißt, die Energie, die wir hier speichern, geben wir dann in der Nacht ans System ab. Wenn man sowas macht, muss man sich mit Technik beschäftigen, mit Batterietechnik, mit Zulassungen, mit wie behandelt man eine Batterie, wohin geht die Batteriereise, die Technologie von Batterien, und das ist alles vollkommen gleich wie bei einem Auto. Und so kommt man automatisch dem Auto sehr nahe, und dann ist man wahrscheinlich gegangen wie Ihnen, dass ich festgestellt habe, Mensch, da gibt es eigentlich wahnsinnig viel widersprüchliche Aussagen. Da gibt es den einen, der sagt, ein guter Benzinmotor ist wesentlich besser als ein CO2-mäßig, als ein Elektroauto. Aus welcher Branche der kommt, können Sie sich vorstellen. Dann gibt es die anderen, die sagen, ich bin vollkommen CO2-neutral, weil ich habe ein Elektroauto. Die glauben ernsthaft, weil sie mit Elektroautos fahren, emittieren sie kein CO2 mehr in die Umwelt. Das heißt, es gibt so viele widersprüchliche Positionen und auch ganz interessant Positionen, die geändert werden. Wien, die grüne Stadträtin, vor 2 Jahren hat sie gesagt, auf Wiener Gemeindegründen werden wir keine Ladestationen errichten. Vor 2 Monaten, bis zum Jahr 2020, errichtet Wien auf Gemeindegründen mindestens 1000 Ladestationen. Also man sieht, die Dinge ändern sich und die Widersprüche lösen sich mehr und mehr auf. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Ich bin Techniker, ein Techniker handelt mit Fakten und Daten. Sie werden da ein paar Fakten und Daten kriegen deshalb. Ich habe für mich versucht herauszufinden, was die Wahrheit ist hinter diesen ganzen Themen. Und bei dem Rausfinden der Wahrheit habe ich dann viel mit Freunden diskutiert und die haben irgendwann gesagt, hey, mach doch einen Vortrag, das interessiert doch viel mehr Menschen als wie nur uns drei. Und aus dem heraus ist dann dieser Vortrag entstanden, den ich Ihnen heute da vorführen möchte. Nichts ist so mächtig als eine Technologie oder Idee, der in der Zeit gekommen ist von Victor Hugo, 1860 ungefähr. Er hat das mit der Technologie noch nicht gesagt, weil das hat man damals noch nicht gekannt. Nichts ist so mächtig als die Idee, der in der Zeit gekommen ist. Er hat das eher auf soziale Revolutionen und solche Sachen bezogen. Es ist aber interessant, im Innovationsbereich stimmt das auch alles. Nichts ist so mächtig wie eine Technologie, der in der Zeit gekommen ist. Und ich bin der Überzeugung, dass die Technologie Elektromobilität, dass deren Zeit gekommen ist. Und über das wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. 1884 ist dieses Vehikel, Benz, erstes Auto in Europa, zum Patent angemeldet worden. 1888 war der Stand zu Thema Verbrennungsmotoren ungefähr wie folgt zusammengefasst: viel zu teuer, zu gefährlich. Es gibt zu wenig Waschbenzin, die sind damals mit Waschbenzin gefahren, kein Tanknetz vorhanden, wenig Reichweite. Und das Witzige ist, wenn Sie sich das jetzt noch einmal durchlesen unter dem Gesichtspunkt Elektromobilität, statt Benzin steht Strom, aber der Rest ist eigentlich nach 130 Jahren immer noch gleich geblieben. Eine interessante Beobachtung. Da hat es eine Bertha Benz gegeben, eine hübsche Frau, die Frau von Benz, und die hat dann 1888 gesagt, jetzt reicht's. Und ist dann hergegangen und hat gesagt, ich gehe her und packe meine zwei Kinder ein, Gefährlichkeit, und fahre mit denen von Mannheim nach Pforzheim. Eine ganz berühmte Fahrt ist sie gefahren, hin und zurück, hat die Kinder mitgenommen und hat der Welt gezeigt, wie ungefährlich diese Fahrzeuge sind. Und diese Ungefährlichkeit hat sie also darüber relativ schön demonstriert. Damit, sagt man, hat sie die Mobilität, die neue Mobilität angeschoben. Sie hat also die Presse aufmerksam gemacht darauf und es ist damit Dynamik reingekommen. 130 Jahre später, 1 Milliarde, also 1000 Millionen Verbrennungsmotoren sind unterwegs. 85 Millionen werden im Jahr gebaut. Und ich bin der Meinung, das ist das modernste Verbrennungsauto, das es derzeit gibt. Das ist der Porsche Panamera. Hightech pur,
Wenn Sie sich das anschauen, den Motor links besteht aus 1700 Teilen, das Getriebe, wenn Sie sich das anschauen, das ist der Grund, warum der deutsche Ingenieur weltberühmt ist. Die zwei Dinge sind der Grund, nämlich das gibt es nur vom deutschen Ingenieur. In dieser Qualität, kalt, nass, Dreck, Winter, Sommer und das Ding fährt und fährt und fährt. Eine außergewöhnliche Leistung und ich bin überzeugt davon, das Auto kommt ins Museum, ganz überzeugt davon, irgendwo zwischen Dampfmaschine und Elektromotor, schätze ich mal so. Aber das ist das Ende eines Zykluses, der sehr erfolgreich war für die Welt, für die Mobilisierung der Welt, aber auch schon das Ende anzeigt. Da gibt es einen Elon Musk, Millionär, Erfinder, hat PayPal gegründet, hat bei PayPal einiges an Geld, Entschuldigung, ich muss da ein bisschen korrigieren, hat da einiges an Geld gemacht und hat das Geld dann genommen, um es bei Tesla zu investieren. Tesla war schon vorher gegründet, aber er ist dann eingestiegen und durch ihn ist dann die Dynamik entstanden, hat sein ganzes Geld dort investiert und hat dann gesagt, es geht eigentlich viel einfacher. Okay, man braucht eine Vorderachse und eine Hinterachse. Ah ja, einen Motor dürfen wir nicht vergessen, der gehört auf die Hinterachse und eine Batterie dazu und das war's. Und hat damit begonnen, das erste echte professionelle Elektroauto zu bauen. Und der ist Physiker von seiner Ausbildung her und hat gesagt, wenn ich schon Physiker bin, mache ich es gleich gescheit. Der hat eine hohe Affinität auch zu alternativer Energie. Er ist also überzeugt davon, dass das Verbrennen von fossilen Brennstoffen eine Katastrophe ist für die Welt. Und hat dann begonnen und hat gesagt, wenn wir schon ein neues Auto bauen, dann modernisieren wir es gleich. Hat also dann die Anzahl der drehenden Teile im Auto von 250 auf 25 reduziert. Denken Sie an Service, Öl, Dichtungen und so weiter. Hat es also wesentlich servicefreundlicher gebaut. In 2,3 Sekunden kommt dieses Fahrzeug auf 100 km/h. Die Formel 1 liegt bei 1,7 Sekunden mit einem Rennboliden. Das ist eine Luxuslimousine. 2,3 Sekunden. Der Porsche Panamera braucht 4,2 Sekunden. Da sehen Sie schon, die neue Technologie löst die alte Technologie, die am Ende ihres Lebens ist, ab. Das Platzangebot ist gleichzeitig viel größer geworden, allerdings mit dem Nachteil, es hat noch weniger Reichweite. Wenn er schon ein neues Auto macht, sagt er, machen wir es gleich gescheit, hat dann ein Doppelmotorauto gebaut, hinten Motoren, vorn Motoren, Batterie dazwischen, es hat dann so 700 PS, hat eine Fahrdynamik, die man mit normalen Verbrennungsmotoren nicht zustande kriegt, weil die Energie, die ich in den Motor reinstecke, nicht mehr rausgeht. Bei einem Elektromotor können Sie nach tausenden Sekunden von Antrieb auf Verzögerung umschalten. Dadurch entsteht eine Fahrdynamik, wie es im Verbrennungsmotorbereich noch nicht gegeben hat. Und wenn man sich da jetzt die Autos anschaut, der Porsche im Vergleich zum Tesla, den Antriebsstrang, dann sieht man relativ schön, da ist irgendwo so ein Ding unterzubringen, das bringen die auch unter. Und das ist der Antriebsstrang eines E-Autos. Und da sieht man schon das erste Mal so ein bisschen, hey, das ist eine andere Technologie, das ist eine andere Welt. Und deshalb ist es eine revolutionäre Erfindung und keine evolutionäre. Das heißt, das ist tatsächlich was Neues. Das ist ein Porsche von innen, vorne Motorhaube. Es ist ein Wunderwerk der Technik. Wenn man sich das anschaut, ich sage immer, wenn ich da oben ein Glas Wasser ausleere, kann gar nicht sein, dass da unten auf der Straße nass wird. Weil so wenig Luftspalte da nur mehr im Motorraum drinnen sind. Ein Wunder, dass die Autohändler hier in der Lage sind, solche Fahrzeuge zu reparieren. Bin immer beeindruckt. Weniger beeindruckend ist der Tesla. Da hat man immer den Eindruck, der hat irgendwas vergessen. Und weil da schon ein Loch ist, kann man immerhin ein Gepäck reintun. Es hat aber ein paar Konsequenzen, an die man nicht denkt. Und eine dieser Konsequenzen ist zum Beispiel das. Das ist das SUV, also der große, der Geländewagen von Tesla, beim Crashtest. Und da sehen Sie es relativ schön, wie da vorne die gesamte Zone komplett wegeliminiert wird. Das heißt, der gesamte Raum ist Prellraum im Crashtest. Und der Innengastraum ist vollkommen unbelästigt. Weil der Motor da nicht ins Auto reingedrückt wird, wie bei anderen Fahrzeugen. Noch nie hat ein SUV, also die großen Personenwagen, die höchste Kategorie des Sicherheitstests bestanden. Die Ausnahme ist dieses Fahrzeug, weil es da vorne keinen Motor hat und deshalb eine super Crashzone besitzt. Das ist meiner Auffassung nach die derzeit modernste Autoflotte der Welt. Muss allerdings dazu sagen, dass diese Autos hier auch dazugehören, gar keine Frage. Ich habe Tesla nur deshalb hier hervorgehoben, weil er der Schrittmacher ist. Das muss man einfach sagen und da muss man fair sein. Das sind die Verfolger, Tesla ist der Schrittmacher und
Es ist überhaupt keine Frage, dass europäische Autobauer so gute Autos bauen können wie Tesla. Das ist außer jeder Frage. Sie sind nur ein bisschen spät dran und müssen sich also jetzt sputen, um die verlorenen Kilometer aufzuholen. Und da sehen Sie oben Luxusmarken, das ist ein eher Luxusauto da oben. Ich habe Ihnen auch die Preise hingeschrieben, sieht man gleich. Und das ist ein Modell, das ist eher in den Preisklassen, wo wir heute so Autos kaufen. Interessant ist, so ein Fahrzeug muss, damit es zugelassen wird, in der Entwicklung 1 Million Testkilometer fahren. Wenn Sie das heute in einem Verbrenner machen, ohne dass Sie warten, dann fallen alle Einzelbestandteile unten raus. Das ist bei einem Elektromotor überhaupt kein Problem, weil der besteht nur aus zwei Kugellager. Und wenn das hochwertige Kugellager sind, dann dreht der auch 10 Millionen. Das heißt, solche Autos haben die Fähigkeit, sehr langlebig zu sein. Das ist technologiebedingt. Elektromobilität wird immer verbunden mit einer Situation, wo man sagt, naja, die probieren halt noch und dann halt schauen, ob das funktioniert. Das ist schon lang vorbei. 8 Milliarden Kilometer hat die Flotte schon hinter sich. Das heißt, das sind nicht mehr Experimentfahrzeuge. Das sind wirkliche Fahrzeuge, die funktionieren. Auch das sind wirkliche Fahrzeuge, die funktionieren. Überhaupt keine Frage. Was ist noch anders gegenüber dem Standard heute? Die Fahrzeuge haben einen Autopiloten drinnen. Kategorie 2, das ist so assistiertes Fahren, darf man heute machen. Das heißt, das Fahrzeug fährt und man beobachtet, muss aber jederzeit eingreifen können. Da machen die am Tag schon 4 Millionen Kilometer am Tag. Also die sammeln schon richtig breit Erfahrung für das autonome Fahren. Das ist nicht mehr Theorie, das ist schon Praxis. Und die Technologie ist schon für Kategorie 5 ausgelegt. Und Kategorie 5 bedeutet, dass Sie nach dem Kino Ihrem Auto im App sagen, so jetzt möchte ich wegfahren und dann kommt es aus der Garage, holt Sie ab und fährt Sie nach Hause. Hardwaremäßig ist das bereits vorgesehen, also die Technologie ist schon vorgesehen. Das wird über Software-Updates dann zyklisch, wenn das Gesetz einen nächsten Schritt erlaubt, wieder abgedatet. Und so bewegen wir uns in den nächsten Jahren in die Richtung des vollautonomen Fahrens. Machen aber alle Fahrzeughersteller. Er ist nur einer der Ersten. 100%ig online, das heißt, du hast Live-Music drinnen, Downstreaming. Das ist eine App, da ist also ein großer Bildschirm drinnen und da spielt man eine App. Auch das kommt jetzt bei allen Fahrzeugen Schritt um Schritt auf den Markt. Und die Modernisierung erfolgt eigentlich über Software. Über Software-Update kriegt man eine neue Software eingespielt. Elektroautos ist nicht so neu. Um die Jahrhundertwende, um 1900 rum, hat es fast nur Elektroautos gegeben, weil die Verbrennungsmotoren noch so schwach auf der Brust waren. Da hat sehr viel Elektroautos gegeben und das ist eins der berühmtesten. Matze unbedingt anschauen, jeder der affin ist zu Automobilen, unbedingt noch Matze. Das ist der Lohner Porsche, vom jungen Konstrukteur Porsche konstruiert. 1901 hat er den Wagen, ein Vollhybrid inklusive Radnabenmotoren, das ist Technik pur aus heutiger Sicht. In Vierradausführung mit Vierradnabenmotor, übrigens die einzige Form damals, wie man Allrad realisieren konnte, weil man mechanisch noch gar kein Allrad zusammengebracht hat. Der konnte es bereits. Der hat da drinnen einen Benzinmotor, der treibt einen Elektrogenerator an und der Elektrogenerator steuert die Motoren. Also ein ganz tolles Fahrzeug, natürlich viel zu teuer, aber beeindruckend, wie weit der junge Porsche damals schon gedacht hat. 1996, Elektroauto hat es immer wieder so in Perioden gegeben, aber 96er Jahr war ein besonderes Jahr. Das war deshalb besonders, weil da ist in Kalifornien ein Governor an die Regierung gekommen und der hat als erstes gesagt, wer keine Elektroautos verkauft, der verliert die Lizenz für Verbrennungsmotoren. Und hat ihnen vorgegeben, ihr müsst Elektroautos bauen. Das haben sie dann auch getan, aber waren clevere Burschen. General Motors ist dann hergegangen und hat die Wagen nur vermietet. Also hat gesagt, ihr könnt den Wagen haben, aber wenn ich ihn wieder haben will, kriege ich ihn wieder retour. Dann sind ungefähr 1111 Autos gebaut worden, sind alle bis auf 3 Autos verschrottet worden. Es gibt nur 2 in einem Museum und 1 im Privatbesitz von diesen Autos. Und das Verschrotten ist dann nicht ganz so einfach gegangen, weil sich die Leute gewehrt haben. Die haben gesagt, das ist so ein tolles Auto, 226 Kilometer Reichweite, kontaktloses Laden. Da haben sie keinen Stecker gehabt, da sind sie nur drüber gefahren und ist geladen worden. Also das, was man heute so anpreist, wie Hightech wir sind, war damals alles schon Realität. Es kommt der 96er Jahr, General Motors hat unter anderem mitbezahlt beim nächsten Governor und die erste Aktion, die der gemacht hat, der hat das Gesetz wieder gekippt. Woraufhin General Motors gesagt hat, alle Autos retour und hat dann mit Polizeigewalt die Autos zurückgeholt.
Das heißt, die haben Hausdurchsuchungsbefehle, weil die Leute das Auto nicht rausgegeben haben. Es gibt einen schönen Film, das können Sie sich anschauen im Internet. Aber da ist es richtig hart hergegangen, weil die Leute so zufrieden waren. Schon 1996. So, warum ist trotz dieser massiven Gegenwehr von so vielen Menschen heute die Elektroautomobilität nicht mehr wegzudenken? Erstens, es ist die Technologie vorhanden. Das ist Fakt. Die Dinge fahren und sie fahren hervorragend. Und jeder, der mal damit gefahren ist, ist begeistert. Nützen Sie die Gelegenheit, diese Firmen bieten Ihnen an, Testfahrten zu machen. Nützen Sie die Gelegenheit, sie werden eine Freude damit haben. Zweitens, das Fahrzeug ist einfach besser. Das ist Realität. Es gibt einen Nachteil, das ist Reichweite zugegebenermaßen, aber in allen anderen Belangen, und wenn man ein Elektroauto hat, ist man immer wieder erstaunt darüber, wie viel besser das ist. Ich bringe aber so ein Beispiel bei meinem Elektroauto, ich habe immer so schmutzige Felgen gehabt, kennt jeder, den Dreck da auf die Felgen. Dann kaufe ich mir das Elektroauto und der Dreck war weg. Jetzt sage ich zu dem, habt ihr da andere Bremsmaterialien drinnen, was verwendet ihr? Da sagt er, das sind Standardbremsen, aber sie bremsen halt nicht mehr. Weil durch das Rekupieren, das Rückspeichern der Energie in die Batterie, tut man 90% nicht mehr bremsen. Und die haben mir dann gesagt, sie gehen davon aus, dass ein Auto jetzt 200.000 Kilometer mit einem Bremsenset fährt. Ich kann nur sagen, meine Felgen sind sauber. Das sind so Nebeneffekte, an die niemand denkt, wenn er über Elektromobilität nachdenkt. Der Preis ist noch ein Thema. Derzeit ist der Anschaffungspreis, über den Preis hören wir vielleicht heute noch was, der Anschaffungspreis ist höher, der schrumpft aber ständig und im Jahr 2020 geht man davon aus, dass die Kostenneutralität erreicht ist, auch bei der Anschaffung. Nicht nur bei der Erhaltung inklusive, sondern nur bei der Anschaffung wird man hier preisneutral sein. Die Politik hat Maßnahmen gegen die globale Verschmutzung und die Abhängigkeit von Öl und Gas zu unternehmen. Das ist beschlossene Sache. Das ist nicht mehr zur Diskussion. Das ist einer der Gründe für Elektromobilität. Und weil die vielen Mythen, die so aufgebaut wurden von Marketingorganisationen, man weiß heute, wenn man im Internet ein bisschen liest, was da noch daran wahr ist. Und diese Mythen platzen auf, Mythen im Sinne von erfundenen Geschichte, die einen Wahrheitsanspruch erhebt. Also diese Mythen, die halten jetzt nicht mehr und mehr lösen sich diese Mythen auf. Ein Politiker, der mir immer Spaß macht, wenn er redet, das ist Horst Seehofer, der hat die größte Idee überhaupt gehabt. Man kann ihm nur zugute halten, es ist gerade wie eine Wahlzeit. Der Horst Seehofer hat gesagt, naja, wir sollten denn nicht die Elektromobilität fördern, sondern den Euro 6 Diesel. Wer einen Euro 5 Diesel umsteigt auf einen Euro 6 Diesel, der soll eine Förderung kriegen. Ist eine hervorragend gute Idee. Das Deutsche Hilfswerk für Umwelttechnik hat daraufhin eine Untersuchung gemacht, hat sich den neuesten Audi A8 gekauft und hat ihn also nicht am Teststand betrieben, sondern auf der Straße. Und da war der Faktor 24, waren die Werte höher als am Teststand. Ein Horste, sein Vorschlag ist also folgendes, da man nicht mehr 50 Mal mehr Dreck rausblasen, sondern nur mehr 25 Mal mehr. Und dafür gibt es eine Förderung. Das wäre also seine Ansicht für eine gute Lösung. Da gibt es also jemanden, das ist der Professor Tuttenhöfer, der ist der Chef vom K-Institut Duisburg und der hat darauf interveniert und hat gesagt, bitte meine Herren, jetzt reicht es schon langsam. Der klimafreundliche Diesel ist ein Mythos und der Clean Diesel ist und bleibt eine Mogelpackung. Wir haben noch einen Mythosträger, einen ganz berühmten Salzburger, Ferdinand Piëch. Großer Automanager, hat aus VW einen Weltkonzern gemacht, hat sich sehr viel Verdienst gemacht. Aber was die Zukunft anbelangt, war er vielleicht auch nicht sehr weitblickend. Auf dem Genfer Autosalon ist er zu Tesla befragt worden und dann hat er gesagt, naja, wir wollen keine brennenden Autos. Sie haben sicherlich gehört, das ist ja im Rhythmus von 3 Wochen durch die Pressen gegangen, immer wieder dasselbe Auto von einem anderen Blickwinkel fotografiert. Es war ein brennendes Batterieauto, ein Tesla hat gebrannt und dann hat man den immer wieder durch die Presse getrieben und nach 3 Wochen hat die Marketingaktion wieder gestartet und dann hat man mit von hinten fotografiert noch einmal durch die Presse gejagt und das war seine Antwort. Das ist übrigens ein Unfall zwischen einem Batterieauto und einem Verbrenner. Ich nehme an, Sie wissen, was der Verbrenner ist. Batterieauto unverletzt, also nicht unverletzt, aber brennt nicht, der Verbrenner brennt. Was vermutlich vergessen hat bei dem Zitat, der Herr Piëch, ist, dass in Deutschland 15.000 Autos im Jahr, also 40 Autos am Tag brennen. Nicht nur das, es gibt nämlich nur Tankstellen, die brennen auch.
Die brennen ein bisschen spektakulärer, da kann man nur von weiter weg auch noch gute Fotos machen, würde ich sagen. Aber die werden dann nicht durch die Presse gehen. Und ich finde, es war ein Hinweis des Schicksals, nämlich es war VW Touran, der in Deutschland eine Gastankstelle angezündet hat, woraufhin dann die Ölmultis gesagt haben, Leute, das Gas ist einfach zu gefährlich, überlegt euch das noch einmal. VW musste daraufhin ganze Serien zurückrufen und umbauen, Gasfahrzeuge gemeint, umbauen, damit sie nicht weitere Tankstellen anzünden. Der ADAC ist befragt worden zum Thema Sicherheit, Elektromobilität. Und dann hat der ADAC gesagt, bei Sicherheit stehen die Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselantrieben in nichts nach, nachdem sie eine breite Untersuchung gemacht haben. Also, wir haben es wieder mal mit etwas zu tun, das wir einen Mythos nennen. Ein weiterer Mythos, Wiener Universität, Ferdinand Piech, hat vor Studenten hat er gesagt, wir werden das 1 bis 2 Liter Auto bringen und es wird in CO2, in ökologisch und ökonomisch einem Batteriefahrzeug in allen Belangen überlegen sein. Ja, da hat er wahrscheinlich das falsche Publikum ausgewählt. Die sind nämlich hergegangen und haben mit Journalisten zusammen sich sofort einen 13 Jahre alten Golf gekauft, einen Golf 3, schon ein paar Jahre her, und haben ihn gegen den Blue Motion Öko Golf antreten lassen. Sind zwar Teststrecken gefahren, der 13 Jahre alte hat 6,43 Liter und der neue hat 6,63 Liter gebraucht. Die Realität war um 3,1% mehr und nicht um 70% weniger, was ja, wenn man in Richtung 1 Liter runtergegangen wäre, die Konsequenz gewesen wäre. Und der Josef Neckermann hat aber einen guten Spruch ablassen, und ich glaube, der trifft für den Herrn Winterkorn und für den Herrn Piech in voller Tragweite zu. Beide Herren sind heute im VW-Konzern keine entscheidende Person mehr. Entscheidend ist der Matthias Müller, kein Automobiltechniker, Informatiker. Und dieser Andreas Müller hat als erstes gesagt, wir werden 10 neue Elektroautos bringen. Das war einer seiner ersten Amtshandlungen. Das ist für ihn leichter als wie für alle anderen, muss man auch dazu sagen, weil er schon alle Scherben zerbrochen gehabt hat durch den Dieselskandal. Das heißt, wenn er gesagt hätte, nein, wir bringen jetzt einen besseren nächsten Diesel, der ist nur dreimal besser als wie der letzte war, dann hätte jeder nur mehr geschmunzelt. Das hätte ihm nichts gebracht und dadurch hat er den wesentlichen Schritt gemacht und hat gesagt, okay, wir gehen in Richtung Elektromobilität und zwar Vollgas. Und dort ziehen jetzt alle mit, weil aufgrund des Skandals niemand mehr zurückhalten kann, weil er genau weiß, das ist der einzige Weg, den sie haben. Deshalb glaube ich, dass der VW-Konzern eine gute Chance hat, in Europa einer der Keyplayer, wenn nicht überhaupt die Nummer 1, zu bleiben oder noch größer zu werden. Was macht VW? Kennen Sie irgendwie? Haben Sie Tesla schon mal gesehen? Eine Batterie in der Mitte, hinten ein Motor an der Achse, vorne ein Motor an der Achse, Vierrad, alles ist möglich. Ganz interessant, der Werksleiter von Braunthal hat gesagt, der Antriebspart von einem Elektrofahrzeug kostet die Hälfte. Also es geht schon in Richtung, langfristig werden Elektrofahrzeuge günstiger werden als wie Verbrennungsmotoren. Im Jahr 2019 ist das VW-Wendejahr von Porsche, bei Porsche, Porsche-Wendejahr müsste ich sagen, Porsche wird hier einen Elektroflitzer auf den Markt bringen, der sicherlich eine hervorragende Performance hat und eine hervorragende Leistung bringt, der mithalten kann mit allen anderen Fahrzeugen, bin überzeugt davon. Das heißt, es geht los, der VW-Konzern beginnt mit dieser neuen Plattform zu agieren. Also das Erste haben wir uns angeschaut, das ist, Elektroautos sind gefährlich, ich glaube, das haben wir behandelt. Was wir uns jetzt anschauen müssen, ist Energiewende und Ökobilanz. Gibt es überhaupt genügend Strom? Das ist ein riesiges Thema. Das ist jetzt der komplizierte Teil, muss ich Ihnen gleich sagen. Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Elektroautos rechnen sich nicht. Tesla macht seit er am Markt ist Verluste, ist also eine Paradeaussage. Zu wenig Ladestationen gibt es. Die Reichweite ist zu gering, das Laden dauert zu lange. So, viele glauben, Elektromobilität ist einen Dieselmotor ausbauen und einen Elektromotor einbauen. Das ist nicht Elektromobilität. Das hat eine wesentlich größere Tragweite. Die westliche Zivilisation, zu der wir gehören, nicht nur die Politiker, da gehören wir auch dazu, wir sind aufgefordert, zwei richtige Megaprobleme zu lösen, mit denen wir heute kämpfen. Das Megaproblem Nummer 1 ist unser Lebensraum schützen. Die Erde hat 12.700 Kilometer Durchmesser und 20 davon ist die Atmosphäre. Also ganz, ganz wenig. Das kann man hier nicht darstellen, weil die Bildpunkte nicht ausreichen, von dem Projektor so kleine Striche zu machen. Das heißt, da ist ein hauchdünner Film drumherum. Wenn der Film weg ist, ist innerhalb kürzester Zeit alles Wasser auf der Erde ebenfalls weg. Und dann schauen wir aus wie ein Mond oben oder ein Mars. Das heißt, diese Atmosphäre hat eine
irrsinnige Relevanz für uns, eine irrsinnige Relevanz von uns. Und derzeit machen wir Folgendes, wir verheizen in einem Jahr so viele fossile Brennstoffe, wie die Erde in 1 Million Jahre gesammelt hat. Also beachtlich. Und ich habe lange hin und her überlegt, was ich machen könnte, um Ihnen zu signalisieren, was wir so tun. Der Hintergrund ist, seit der industriellen Revolution, die hat hier begonnen, seit der industriellen Revolution pumpen wir Gase Treibhausgase in die Atmosphäre und die Atmosphäre erwärmt sie. Und wir wissen von Eiskernbohrungen 3 Grad mehr von heute, dann ist es nicht so, dass wir da draußen Wein anbauen, sondern hat sich das Klima so gewandelt und so gedreht, dass Völkerwanderungen die Konsequenz sind und dass es nicht mehr so lustig ist. Das ist der Grund, warum im Pariser Abkommen vereinbart hat, 2 Grad max und auf keinen Fall mehr müssen wir erreichen, sonst haben wir die Atmosphäre nicht mehr unter Kontrolle. Und ich möchte Ihnen einmal zeigen, in Form von so LKWs, da sind 20 Tonnen Öl drinnen, wie viel Öl wir verbrauchen. Und habe überlegt, wie wir das machen können. Und habe gesagt, na, wenn ich jetzt hierher ging und einfach sage, immer einen Klick, einen akustischen Klick, wenn wieder so ein Tankzug verbraucht ist auf der Erde, wäre vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um Ihnen zu zeigen, wie viel die Erde verbraucht an Öl. Jeder Klick ist ein Tankzug. 8 Tankzüge in der Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jedes Jahr. Das ist nur ein Drittel der Energie fossil, noch einmal so viel in Kohle und noch einmal so viel in Gas. Nur, dass die Kohle 12er ganz lang sind und nicht ein LKW-Zug. Das ist der Energiehunger, den die Erde hat. Das heißt, wir sind total gierig, Energie zu verbrauchen. Energie ist unser Wohlstand. Und in Wirklichkeit sind wir in eine große Abhängigkeit geraten, nämlich von feindlich gesinnten Staaten und Religionen. Wir hängen da mittendrin, weil wir von denen immer die Energie brauchen, damit wir unseren Lebensstandard erhalten können. Das ist der Energieverbrauch der Welt gewesen, so in den letzten 70 Jahren, steil nach oben. Das ist ein optimales Szenario. Da sind die Regierungen alle hergegangen und haben gesagt, als Regierung, haben sie gesagt, wenn wir alle zusammenhelfen würden, wann könnten wir aus der fossilen Energie aussteigen? Das wäre 2050. Also das ist braun, ist alles fossile Energie. Bis 2050 könnten wir rauskommen. Da müssten wir alle zusammenhelfen. In einer Demokratie kann man ja dazu nur lachen. Aber selbst die Zweifler sagen, bis 2100, unsere Enkel werden das erleben, ist es realistisch, dass wir aus dem fossilen Zeitalter rauskommen. Ich persönlich bin ein bisschen optimistischer dazu. Entschuldigung, muss nochmal das Rauschen wegbringen. Ich persönlich bin ein bisschen optimistischer, weil der technologische Fortschritt auf so lange Perioden immer unterschätzt wird. Und das heißt, in Wirklichkeit ist der Fortschritt wesentlich größer, als man glaubt, sodass ich glaube, realistisch, wir werden im Jahr 2070 aus dem fossilen Zeitalter ausgestiegen sein. Da wird nicht Öl gar sein und nicht Gas gar sein. Die Steinzeit war auch nicht aus, weil die Steine gar waren, sondern weil man was Besseres gefunden hatte. Und das ist auch hier der Fall, man hat was Besseres gefunden, das heißt, wir sind in einer Zeit, wo wir mit dem Besseren das Altbackene überwinden können. Damit Sie eine Vorstellung kriegen, was in dem Energiemarkt so los ist. 3 bis 15 Milliarden Dollar am Tag investiert die Welt in fossile Energie, zur Förderung fossiler Energie, damit sie auch recht billig ist, weil wir Menschen wollen das billig haben, weil wir so viel verbrauchen. Die sind 10 bis 30 Milliarden Dollar am Tag, was aus den Staaten rausfließt, in zum Teil dubiose Staaten und Organisationen hinein, damit wir unseren Energiehunger bedienen können. Allein Saudi-Arabien hat 1 bis 3 Milliarden Dollar am Tag Einkommen. Das heißt, der Deal mit den 30 Milliarden Dollar Waffen, das kostet die Saudi-Araber einen Monat. Darauf haben die Iraner gesagt, na, wenn die um 30 Milliarden Dollar Waffen gekauft haben, dann müssen wir um 15 Milliarden Dollar auch Waffen kaufen und haben die von ihren Freund in Russland gekauft. Jetzt sind dort 45 Milliarden Dollar mehr Waffen wieder im Spiel. In einer Region, die durch und durch verfeindet ist, wo große Religionskonflikte und Armutskonflikte bestehen, fließen Milliarden von Beträgen rein. Und das ist dann einer der Gründe, warum solche Schlamassel dabei rauskommt. Was wird eigentlich mit dem Kapital gemacht?
Ich möchte Ihnen ein Beispiel Irak bringen. Syrien, Entschuldigung. Ganz kurze Erklärung. Russland hat ein Energiemonopol Gas in Europa. Es gibt nur russisch kontrollierte Pipelines, die nach Europa reinfließen, die Gas liefern. Die einzige Option sind Gasschiffe. Da muss man das Gas erst flüssig machen, dann mit dem Schiff dorthin fahren und dann wieder in die Pipeline einkoppeln. Das kostet 25% mehr. Das heißt, die Russen haben durch ihr Pipeline-Konzept einen 25% Preisvorteil und haben faktisch eine Monopolsituation in Europa. Syrien, kurz erklärt, ein furchtbar kompliziertes Land, Religionskonflikte, Stammeskonflikte, die Kurden, die einen Teil haben wollen, die Türken, die dagegen sind, dass die Kurden irgendeine Selbstständigkeit kriegen, weil sie auch Kurden im Land haben, hohe soziale Unterschiede, also sehr kompliziert. Aber eines ist mir aufgefallen, was interessant ist. Interessant ist, die EU hat das Waffenembargo in Syrien aufgehoben. Das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass so ein Waffenembargo von der EU aufgehoben worden ist. Dann kämpfen dort Franzosen und Engländer auf Seiten der Aufständischen. Wenn man sich das so anschaut, kriegt man das eigentlich irgendwie nicht ganz in die Reihe. Wenn man dann der Sache nachgeht, wird es plötzlich hochinteressant. Das ist das größte Gasfeld der Welt, das ist da herunten. Das gehört zur Hälfte dem Iran und zur Hälfte Katar. Katar hat der Europäischen Union angeboten, eine Pipeline zu bauen nach Europa in Konkurrenz zu dem russischen Ölgas, zum russischen Gas. Die Russen haben gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Wir bieten euch aber an, unsere Freunde, die Iraner, könnten eine Pipeline bauen. Dazu kam es dann nicht, weil Syrien mit Putin zusammen die Entscheidung getroffen hat, auf syrischem Territorium wird niemals von Katar eine Gasleitung errichtet werden. Katar hat daraufhin den Rebellen 3 Milliarden Dollar überwiesen und die EU ist mit den Amerikanern in den Krieg gezogen. Das heißt, da geht es nur darum, aus der Sicht der Europäischen Union, da geht es darum, dass diese Pipeline, dass die ein Stück von den Syrien abschneiden können und man darüber eine Pipeline bauen kann. Und mitten sind wir wieder in diese Konflikte drinnen, wo niemand drinnen sein möchte und sind die Leidtragenden dieser Konflikte. Da werden Staaten aufgebaut. Syrien hat, der islamische Staat hat den Staat nur deshalb aufbauen können, weil er um 1 Milliarde Dollar Öl verkaufen konnte. Die 30 Milliarden Waffendeals der Saudis und 15 Milliarden Waffendeals der Iran, das sind alles nur möglich, weil diese riesigen Beträge reinkommen. Und das ist die wichtige Botschaft für Sie. Wenn Sie sich heute einen Verbrennungsmotor kaufen, unterschreiben Sie einen Vertrag, in dem drinnen steht, 6.000 Euro werden Sie in diese Schlamassel einzahlen. Weil so viel ist der Beitrag dessen Fahrzeugs durchschnittlich, was es in den nächsten Jahren, 15 Jahre Laufzeit, an Ölprodukten verbrauchen wird. Und das ist eben der Grund, warum die Elektromobilität so interessant ist, weil sie ein großer Teil davon ist. Hier sieht man das Riesenstück, 30% ist der Verkehr. Und wenn man den wegkriegt, wäre es also für uns wesentlich einfacher mitzumachen. Die ganze Welt trat momentan den Strom, den Grünstrom hoch. Das sehen Sie jeden Tag in der Zeitung. Und da sind wir nicht unerfolgreich. 2007 haben wir 25% gehabt, 2020 werden wir ungefähr 42%, jetzt haben wir 45% erreichen. Im Jahr 2030 werden wir 66% Grünanteil beim Strom haben. Das geht so rauf wie eine Rakete. Und der grüne Strom hat einen riesen Nachteil. Die Sonne fragt uns nicht, ob wir gerade einen Strom brauchen oder nicht, sondern sie scheint und der Wind bläst und manchmal bläst er nicht. Das heißt, Speichern dieser Energie ist ganz von essentieller Bedeutung, damit man noch mehr Grünstrom verarbeiten kann. Und es gibt keinen besseren Freund einer Solaranlage wie der Speicher. Denn der Speicher im Auto ist schon bezahlt. Den haben Sie sich gekauft, damit Sie das Auto fahren können. Und den können Sie gleichzeitig zu Hause oder in der Firma zum Solarenergie Zwischenspeichern verwenden. Also das heißt, die sind Busenfreunde an und für sich und diese Busenfreundschaft will die Welt ausnützen. Das ist der Grund, warum man hergeht und sagt, wir müssen nicht nur die grüne Energie hochdrehen, sondern wir drehen auch die Elektromobilität hoch. Es dauert 15 Jahre, bis sie die Autos austauschen. 15 Jahre. Wenn die jetzt nicht anfangen, haben sie in 15 Jahren alle Ziele erreicht und keine Abnehmer mehr, weil die Elektromobilität noch immer Treibstoff verbrennt. So viel Strom brauchen Autos. Die E-Mobilität umgestellt wäre so viel Strom. 13% circa, schätzt man. Das ist der Hinzugewinn, kann maximal das ist vielleicht eine wichtige Info, also 13%. No,
Was man nicht weiß, das ist relativ wenig, wird Sie auch wundern. Was viele nicht wissen ist, dass Sie 9 Kilowattstunden Strom brauchen, damit Sie für ein Auto 100 Kilometer Sprit produzieren können. Mit 9 Kilowatt fährt aber so ein Fahrzeug 60 Kilometer. Das heißt, 60 Kilometer der Strecke für Elektroauto steckt schon im Sprit drinnen, plus dem Erdöl. Das heißt, in der Summe gesehen ist das die Konsequenz, dass man deshalb relativ wenig Strom benötigt, um die Elektromobilität zu betreiben. Wenn jetzt alle Autos morgen elektrisch werden würden, also gekauft werden würden, dann hätten wir ab morgen 1% mehr. Der Hinzugewinn 2014 waren 6%. Also sechsfache von dem, was passieren würde, wenn morgen alle Autos umsteigen würden. Also Strom gibt es in Hülle und Fülle. In Deutschland ist es so, die haben derzeit einen Überschuss ungefähr für 15 Millionen PKWs. Zur Orientierung, Deutschland hat ungefähr 15 Millionen Zweitwagen. Also würden nur die Zweitwagen auf Elektromobilität umsteigen können, das die Deutschen heute schon liefern, ohne dass sie irgendwas investieren müssen, weil sie schon Stromüberschuss produzieren. In Österreich, schauen wir uns einmal real an, was in Österreich wirklich passiert. In Österreich ist 30% der Treibhausgase die Mobilität. Tendenz steigend. Österreich hat ständig einen konstanten Energieverbrauch. Fossil geht seit 10 Jahren zurück, ganz erfreulich. Und das, was zurückgeht, geht gleichzeitig die Umweltstrom nach oben und damit geht es auf Null aus. Aber wir haben immer weniger Fossilbedarf. 80% des Öls, das Österreich importiert, wird vom Verkehr importiert. Sämtliche Energiewachstums-Wachstumer, die wir haben, haben wir im Verkehrbereich. Die Industrie braucht weniger, die Haushalte brauchen weniger durch Effizienzsteigerungen. Nur die Mobilität hat einen ständigen Mehrbedarf und einen Wunsch nach mehr Energie. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie sich die Autos da so gegeneinander schlagen. Das ist ein Benzinauto und das habe ich jetzt aufgeteilt. Da ist CO2 ja, pro Kilometer, kennen Sie irgendwo 100, 130 Gramm oder so irgendwas pro Kilometer und das sind die Stickoxide. So, und also ein Benzinauto hat ungefähr im österreichischen Schnitt heute 135 Gramm CO2. Das ist für die Herstellung und Entsorgung vom Auto, muss man pro Kilometer einrechnen. Und das ist die sogenannte graue Energie, weil viele glauben, der Sprit, wenn er da rausrinnt, ist jetzt so geborgen worden, das ist aber nicht so. Der ist natürlich aufbereitet, raffineriert, gelagert, gespeichert, transportiert worden. Und in der Summe hat man dann eben 175 Gramm CO2 pro Kilometer gefahrene Energie. Wenn man sich das jetzt anschaut, auf die verschiedenen Fahrzeuge runtergebrochen, dann ist der Diesel schon besser. Der ist in Wirklichkeit noch besser, nur das sind Realdaten und die Dieselfahrzeuge sind hauptsächlich in den größeren Fahrzeugen verbaut, die einen höheren Verbrauch haben. Und deshalb ist es nur so wenig Unterschied, aber das ist nicht fair. Der Diesel ist in Wirklichkeit schon ca. 20% effizienter als ein Benzinmotor, aber weil das Fahrzeug in der Realität viel größer ist, deshalb schlägt es nicht voll durch. Was der Diesel heute für Probleme hat, sind die Stickoxide. 80% in der Stadt sind Stickoxide aus den Verbrennungsmotoren, das ist also eine beträchtliche Anzahl. Und die Stickoxide sind natürlich die, wo wir kennen, krebserregend und so weiter, wegen denen wurde diese ganze Schwindelei gemacht. Wenn man sich einen Hybrid nimmt, dann liegt man da schon 30% besser. Da sehen Sie was Violettes, eine Batterie muss auch, Stichwort schwedische Studie, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, die Batterie muss auch erzeugt werden und auch entsorgt werden, die braucht auch CO2 und zwar gar nicht wenig. Man sieht es hier, das ist der CO2-Anteil der Batterie bei einem Hybridfahrzeug und hier sieht man Elektrofahrzeuge. Wenn Sie Strom aus der Steckdose tanken in Österreich, ist da natürlich auch fossiler Strom dabei. Wir haben nicht 100% Wasserkraft, wir haben 88% Wasserkraft. Das heißt, da ist fossiler Strom dabei. Deshalb ist das nur 70% besser wie ein Benzinmotor. Wenn Sie aber das von Ihrer Solaranlage tanken würden, weil Sie 14 Quadratmeter, statistisch brauchen Sie 14 Quadratmeter Solaranlage, um Ihren Jahresenergiebedarf für Elektromobilität zu decken. Wenn Sie sich also 14 Quadratmeter Solar auftun und zufällig auch daheim arbeiten, dass Sie das auch laden können, wenn die Sonne scheint, dann kämen Sie auf einen Wert, der ist ein Zehntel von den Realwerten, von einem Benziner. Und das ist eine interessante Zahl. Die ÖBB braucht pro Person und Kilometer dieses Niveau. Das heißt, der fährt mit dem Auto und eine Person nur drinnen und ist fast so gut, als wie die ÖBB
wo in den Zügen hunderte von Personen drinnen sind. Wenn da zwei Personen drinnen sind, halbiert sich das, dann hat die ÖBB schon bereits keine Chance mehr. Und da sehen Sie schon eine Problematik, was auf die öffentlichen Verkehrsmittel zukommt. Die werden gegen die Elektromobilität mit den Argumenten, wir sind ja wesentlich umweltfreundlicher wie alle anderen, nicht standhalten können, weil die Elektromobilität nämlich besser ist. Die Fans von Wasserstoff muss ich leider enttäuschen. Es ist wirklich toll, wenn da hinten der Wasserdampf rauskommt und sonst nichts. Aber die Wahrheit ist, der Dreck entsteht woanders da. Nämlich die Kraftwerke müssen sehr viel Strom produzieren, damit wir Wasserstoff kriegen. Und das kostet dann in Wirklichkeit so viel CO2, dass Wasserstoff der Spitzenreiter von diesem ganzen Diagramm ist. Wasserstoff hat aber im Bereich Langzeitspeicher eine Berechtigung. Ja? Da geht es jetzt nur um Autos, Automobilität und Kraftfahrzeugmobilität. Was nur wichtig ist, das, der Batterieanteil wird bis zum Jahr 2020 auf 50% schrumpfen und 2030 auf 33%. Das heißt, die Batterieanteile gehen runter. Da gibt es auch Gigafactory von Elon Musk, habe schon gehört davon, die produzieren ab 2020 alle Batterien nur mehr CO2-frei. Das heißt, die haben eigene Energieversorgung aus der Sonne. Elektroautos rechnet sich nicht, Tesla verliert pro verkauftem Auto Geld. Ist eine Standardaussage, die immer wieder zu hören ist. Als Tesla-Fahrer muss man sich damit gewöhnen, es gibt drei Fragen, die immer wieder kommen. Eine davon lautet, ist die da? Gleichzeitig ist Tesla das wertvollste Autounternehmen in Amerika und war schon zwei oder dreimal wertvoller wie BMW. Wie passt das zusammen? Und man braucht nicht glauben, dass die Leute, die viel Geld haben, die dümmsten sind. Und das passt deshalb zusammen, weil der Amerikaner beinahe hergeht und sagt, okay, der hat Verluste gemacht, hat investiert und fragt, was war das für Investition? War die Investition sinnvoll oder Blödsinn? Wenn es ein Blödsinn war, straft dann ab, der Kurs geht nach unten. Und wenn er sagt, das ist eine sinnvolle Investition für die Zukunft, geht der Kurs nach oben. Und das ist genau die Situation Tesla. Tesla verdient pro Auto mehr wie Porsche. Aber als Konzern machen es Verluste. Und die Verluste machen es, weil es alleine ein weltumspannendes Tanknetz. Rot sind die Tankstationen, die sie errichtet haben, und in Grau sieht man da rundherum, die gehen alle noch heute 2017 in Betrieb. Also so bis da Türkei runter kann man demnächst mit Tesla Tankstellen fahren. Das ist China und USA. Das ist einer der Gründe, und der baut eine Batteriefactory. Batterien werden eine Mangelware sein. Wenn Sie mit den Autohändlern reden, sagen Sie, ja, aber wir haben schon große Lieferzeiten, weil Sie kaum mit der Batterieproduktion nachkommen. Das war der Grund, warum Tesla hergegangen ist und sich eine eigene Batteriefabrik gebaut hat. Der produziert gleich viel Batterien wie die ganze Welt zusammen. Auf 210 Hektar, 2,1 Millionen Quadratmeter Produktionsfläche. Also es sind richtige Dimensionen, von denen wir da reden. Zu wenig Ladestationen. Da muss ich natürlich jetzt meine Position einnehmen. Für mich schaut es so aus. Ich habe da Tankstellen, wenn ich nach Wien fahre, das ist ungefähr die Reichweite, ich fahre so 330 Kilometer Reichweite, dann fahre ich nach Wien runter an drei Tankstellen vorbei, die ich brauche, weil ich es nicht brauche. Dann bin ich in Wien, dann tanke ich irgendwo in Wien in einer Abkur-Garage, da stecke ich mich an, während ich irgendeine Konferenz habe, und dann fahre ich abends wieder heim. Dann habe ich gar keine Tankstelle. Oder ich komme in Wien nicht dazu, dann fahre ich beim Zurückfahren in St. Pölten vorbei, bleibe in St. Pölten 20 Minuten stehen, 30 Minuten stehen und fahre wieder heim. Schaut aber nicht so schlecht aus für alle anderen. Es gibt in Österreich 3000 Ladestellen. 3000. Können alle danken. Öffentliche Ladestellen. Mitunter muss man mehrere Karten mithaben, ist noch nicht ganz standardisiert und durchaus noch verbesserungswürdig. Aber nur, dass man das richtig sieht, das sieht man wahrscheinlich nicht, da steht 87 und da 48 und da 61. Da stehen hunderte von Tankstellen dahinter. Das ist das Tanknetz, das es heute schon gibt. Das heißt, in jede Himmelsrichtung hast du in 10 Kilometer Umgang eine Tankstelle mehr oder weniger. Überhaupt im städtischen Bereich. Die Salzburger Situation schaut so aus, hier ist die Salzburg AG ja führend und engagiert. Überall dort, wo was los ist, entlang der Autobahnen, in den Norden rauf, rüber nach Deutschland, darüber, da rein die Dauernautobahn, überall gibt es Tankstellen. Das ist noch nicht perfekt, könnte noch toller sein, zugegebenermaßen, aber es ist bereits gut genug. Aber vielleicht hören wir da noch recht interessante Berichte. Was aber viel interessanter ist,
Shell hat mit New Motion eine Vereinbarung getroffen, dass sie 50.000 Ladestationen auf den Shell-Tankstellen errichten werden in 35 Ländern. In Österreich tut sich auch wieder was. EMV ist eingestiegen beim größten Betreiber in Österreich, das ist Matrix. Matrix hat 200 Tankstellen in Österreich und ist dort eingestiegen und wird jetzt das Matrix-Tankstellen auf den ÖMV-Tankstellen errichten. Das kommt jetzt alles nur dazu. Es sind sicherlich, ich würde sagen, sicherlich 300.000 Tankstellen derzeit in direkter Planung und Umsetzung. Also da tut, nicht in Österreich, in Europa, da tut sich richtig was und da wird nachgezogen. Die Reichweite ist zu gering, das Laden dauert zu lange, jetzt sind wir kurz vor der Pause. Die Reichweite ist zu gering, das ändert sich. Wir liegen derzeit ungefähr bei 250 Kilometer. Wenn Sie sich so ein Auto moderner Bauart kaufen, die haben so alle 40 Kilowattstunden Batterien, da fahren so grob 250 Kilometer im Sommer, im Winter 200. Okay? Da müssen Sie tanken, so, das ist so die Größenordnung, aber 250 Kilometer können die heute alle schon. Es gibt welche, die können mehr, so Business-Limousinen, die fahren dann 400 oder so. Und es kommt einfach auf die Größe der Batterie an. Aber das ist heute der Auslieferstandard, ist 200 Kilometer und der steigt halt jährlich, wird es mehr, mehr und mehr. Geht halt kontinuierlich nach oben. Und vor der Pause darf ich Ihnen noch dieses kleine Video zeigen. Das ist das Pausevideo, das Sie vielleicht amüsieren wird ein bisschen. Das ist ein Werbefilm aus der Automobilindustrie. Du, es könnte ein Auto kommen. Ach Quatsch, das höre ich doch. Aber es gibt doch Elektroautos, die hörst du nicht so gut. Hey, du weißt doch, wie weit die nächste Stadt entfernt ist. Glaubst du wirklich, irgendein Elektroauto kommt so weit? Sag mal, warum hast du mir kein Zeichen gegeben? Ich habe selbst nicht geglaubt. Nachdem nun der Aufsichtsrat an die 400 Kilometer Reichweite glaubt, hat das irdische Management den Auftrag bekommen, die Elektromobilität einzuführen. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehen wir in die Pause. In der Pause und danach in der Podiumsdiskussion zwischen Vertretern der Automobilindustrie und Elektrofahrzeugnutzern hat es sehr interessante Diskussionen und Fragestellungen gegeben. Und ich habe mir gedacht, ich stelle vielleicht diese Fragen noch zusammen und habe so eine Art gesammelte Fragenliste gemacht, damit Sie auch als Nachtrag zu meinem Vortrag diese Fragen noch beantwortet kriegen, sofern Sie sich interessieren. Hier die Fragenliste. Fangen wir mal an. Eine der wichtigen Fragen war, warum pumpt Elektromobilität noch nicht? Was behindert eigentlich die Elektromobilität? Und in dem Zusammenhang, warum in Norwegen anders? Norwegen ist ganz anders dabei. Elektromobilität ist jedem Land der Welt um Meilen voraus. Was ist der Unterschied zu Norwegen? Viele wollten wissen, wo liegen die Kosten tatsächlich, wenn man es wirklich vergleicht? Wo ist der Break-Even-Point zwischen einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor? Und wie wird die Preisentwicklung sein? Das war auch eine dieser wichtigen Fragen. Manche glauben, dass sie die Batterie zu schnell verbraucht. Denken, es gibt zu wenig Lithium, haben Sorge, dass das Recycling nicht gelöst ist. Und viele haben auch gefragt, ja, sie wollen demnächst Auto kaufen, was ich Ihnen denn empfehlen könnte. Und aus diesem ganzen Paket habe ich hier die Fragen zusammengestellt und möchte jetzt im Detail ein bisschen darauf eingehen. Das erste Mal ist ganz zentral, das ist die Kostenfrage, denn das Hauptkaufhindernis sind die Kosten. Das heißt, die Elektromobilität ist noch teurer als der normale Verbrennungsmotor und es hindert sehr viele Menschen, ein Elektroauto zu kaufen. Ich muss allerdings dazu sagen, offensichtlich ist die Elektromobilität teurer. In der Realität, wer kaufmännisch rechnen kann, wird feststellen, in der Firma sowieso, aber auch im privaten Bereich, dass die Elektromobilität auch heute schon ab ca. 5 Jahre Nutzungsdauer ein wirtschaftlicher Vorteil ist. Bei der Anschaffung hat man allerdings einen wirtschaftlichen Nachteil. Hier die Kurve der Entwicklung der Batteriekosten, die gehen nach unten. Wenn Sie hier schauen, im Jahr 2020 erwartet man, dass der Break-Even-Point erreicht ist, da ist die Kostenneutralität zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Elektromotor erreicht. Das heißt, beide Dinge kosten gleich viel. Und man munkelt,
Tesla ist ja der größte Verbauer von Autobatterien und man munkelt, dass Tesla bereits Ende 2016 125, $124 erreicht hat. Und wenn im Jahr 2018 das kleine Tesla-Modell in der Großserie ist, dass dann der Preis so irgendwo um die $100 liegen wird. Also schon deutlich unter dem Break-Even-Point. Also wenn Tesla ihre Fahrzeuge um den Verbrennerpreis verkauft, dann werden die bereits wirtschaftliche Renditen schreiben. Nicht so bei allen anderen. Die Zögerlichen, die noch gar nicht damit begonnen haben, müssen hier noch einigen Abstand reinholen. Sehr viele Menschen glauben, dass die Batterie, der Schlüsselfaktor, Sie müssen wissen, habe ich Ihnen vorhin erklärt, der Antriebsstrang kostet nur mehr die Hälfte bei einem Elektromotor gegenüber einem Verbrennungsmotor. Es kommt allerdings auch auf die Batterie an und mit der Batterie wird es dann teurer. Das heißt, Sie müssen wissen, dass die Batterie hier ein Schlüsselelement ist, ganz klar. Aber man irrt sich, wenn man glaubt, das ist die Reichweite der Batterie. Die Reichweite ist bereits ausreichend. Man hat hier einen Fokus auf die Kosten, Punkt 1. Punkt 2, man will die Schnellladefunktion erreichen. Ziel ist es, man baut gerade so Super-Super-Lader mit 350 Kilowatt Ladeleistung für das Auto. Das heißt, da können Sie in 10, 15 Minuten 300, 400 Kilometer aufladen. Das ist dann so ungefähr fast so schnell wie bei einem normalen Tankvorgang. Das dritte ist die Kältetemperaturempfindlichkeit. Elektrofahrzeuge haben den Nachteil, dass sie eine Temperaturempfindlichkeit haben. Das heißt, wenn die Temperatur weit runter geht in den Minusbereich, dann geht die Reichweite etwas zurück. Bis zu 25, 30% kann das sein, wenn es auf minus 15, 20 Grad runtergeht. Hier ist noch ein Verbesserungsbedarf und erst an vierter Stelle ist die Reichweite. Es gibt verschiedenste Ansätze. Wir sind ja in der ersten Startkurve der Batterietechnologie und der Lebenszyklus wird nur 20, 30 Jahre weitergehen. Die Verbesserungen werden nur 20, 30 Jahre weitergehen. Es wird Batterien geben, die fünfmal, vielleicht sogar zehnmal mehr Energiedichte haben wie die jetzigen Batterien. Es sind dann gleichzeitig auch ein Vielfaches billiger. Es wird Batterien geben, die 100.000 Zyklen, Lade-Entladezyklen haben, Schnellladetechnologien. All das ist in großen Schritten auf uns zuzukommen. Aber die bestehende Technologie ist bereits ausreichend. Das ist die wichtige Botschaft für Sie. Nun, warum ist Norwegen anders? Im Jahr 2017, ersten Halbjahr 2017, hat Norwegen nun mehr Autos verkauft als in den letzten 31 Jahren. Das ist ein absoluter Hype beim Autoverkauf, zum einen. Und zum anderen, sie haben im Juni 42,2% der verkauften Autos Elektroautos verkauft. Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Dass Sie Vorstellungen kriegen, China wird oben 4% 2017, Österreich 3%, andere eher weniger. Wer auch noch relativ gut ist Holland, ein bisschen Dänemark, die nordischen Staaten im Generellen. Aber wir halten uns da ganz gut an der Spitze. Die Deutschen sind sehr abgeschlagen, sehr weit hinten, weil hier eben die Verbrennungslobby voll dagegen hält und allen Menschen erklärt, wie unvernünftig es ist, sich ein Elektroauto zu kaufen. Noch. Das ist die Situation in Norwegen, also ein rasanter Anstieg in der Elektromobilität. Bereits fast die Hälfte der verkauften Autos sind Elektroautos. Eine außergewöhnliche Leistung, wenn man bedenkt, dass das eigentlich erst seit 5 Jahren läuft. Also man sieht schon, wie schnell Elektromobilität Fahrt aufnehmen kann, wenn der Staat will. Was ist das Geheimrezept? Schauen Sie sich die Regierung rechts oben an. Lauter freundliche Norweger, so wie wir es kennen. Ganz nette Menschen, gescheite Menschen. Norwegen hat 95% Wasserkraft, nur 5% Fossilanteil. Norwegen hat das Potenzial, die ganze Elektromobilität aus der Wasserkraft zu versorgen. Natürlich ideales Ausgangsszenario. Aber was ich für außergewöhnlich halte, ist, in Norwegen gibt es die Frauenquote von 50%. Die Ministerpräsidentin und die Stellvertreterin ist eine Frau. Und man muss es einfach sagen, Frauen haben außer Errore und PS noch was anderes im Kopf. Und Frauen haben dafür einen funktionaleren Zugang zum Auto.
Die sind nicht so geblendet wie wir Männer. Die glauben, wenn es da nicht brüllt und vibriert und die Fensterscheiben klirren beim Nachbarn, dann hat man kein richtiges Auto. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum hier die Grundeinstellung der Norweger relativ gut funktioniert, die politische Grundeinstellung. Dann haben die Norweger noch was gemacht. In Norwegen sind Autos sehr, sehr teuer. Die werden sehr, sehr hoch versteuert, besteuert. Und die haben dafür gesorgt, dass das Elektroauto in der Balance zum Verbrennungsmotor gleichwertig ist. Das heißt, wenn du dann E-Golf in Norwegen kaufst, das ist gleich wie für einen Benzin-Golf in Norwegen, gleiche Ausstattung. Und diese Preisgleichheit ist in Wirklichkeit der Schlüssel zum Erfolg. Natürlich braucht man auch Tankstellen, es ist ein Elektro-Tankstellennetz vorhanden, die Regierung hat dafür gesorgt, dass das gibt. Und das ist die Basis, warum die im Juni bereits 42% aller Autos als Elektroautos verkauft haben. Als Kontrastprogramm hier die amerikanische Regierung. Schauen Sie sich dort die Gesichter an und dann wissen Sie auch, warum diese Regierung nicht glaubt, dass es einen Klimawandel gibt, warum sie ausgestiegen sind aus dem Pariser Abkommen und warum sie alles tun wollen, um diese zukünftige notwendige Veränderung der Welt hintanzuhalten. Da verkaufen wir lieber um 30 Milliarden Dollar Waffen, weil das ist wenigstens ein solides Geschäft. Die nächste Frage, das war preislich, wo liegt man in Österreich? Letztlich interessiert Sie, wie es in Österreich ausschaut. Und hier hat der Standard.at eine recht interessante Studie in Auftrag gegeben. Er hat die Bollenberger Beratungsgruppe gebeten und hat gesagt, rechnet es mal so, wie das Finanzamt rechnet, auf 8 Jahre. Wie schaut das aus? Golf, Benzingolf verglichen mit einem Elektrogolf. Vergleichen Sie die beiden und sagen Sie uns, wo ist der Break-Even-Point, was kostet das und so weiter. Die Bollenberger Gruppe hat das dann gemacht und hat es für Unternehmen und für Privatleute gesondert gerechnet. Nehmen wir mal den Unternehmeranteil, dann sehen Sie, da kostet der Golf nur 22.800 Euro in Benzinausführung, aber gleich 31.000 Euro als Elektroausführung. Allerdings in einer Firma können Sie die Umsatzsteuer absetzen und Sie müssen keine Nova bezahlen, sodass Sie bei der Anschaffung, der Benzingolf etwas teurer ist als wie der Elektrogolf. Schon bei der Anschaffung. Es wird aber noch viel dramatischer. Wenn Sie sich die laufenden Kosten pro Monat anschauen und das Fahrzeug ein Mitarbeiter fährt, dann müssen Sie rechnen, dass der Mitarbeiter einen Sachbezug von ungefähr 450 Euro mit allen Nebenkosten haben wird. 350 Euro, Entschuldigung. Die motorbezogene Versicherungssteuer von 41 Euro und ein Energieverbrauch bei durchschnittlich 15.500 Kilometer im Jahr, was angenommen wird, ist eine vorsichtige Rechnung für Fahrzeuge in Unternehmen, nochmal 86 Euro. Währenddem auf der Elektroseite nur ein Drittel von diesem Wert als Energiekosten steht und alles andere ist steuerbefreit. Das bedeutet, dass in den laufenden Kosten der nächsten 8 Jahren statt 46.000 Euro nur 3.000 Euro in Relation dazu steht. Das heißt, Sie sparen insgesamt einen Steuervorteil von 43.000 Euro bei einem Golf. Was natürlich eine dramatische Rechnung ist, auf 8 Jahre ein Golf, Benzinmotor hochgerechnet 74.000 und ein Elektro-Golf 30.000 Euro. Also Sie sehen schon, für Unternehmen, es ist vollkommen unerklärlich, warum Unternehmen das noch nicht erkannt und entdeckt haben. Es ist einfach eine Wissenslücke, die hier vorhanden ist. Schauen wir es uns beim Privatmann an. Schaut es nicht ganz so gut aus, bedauerlicherweise. Wiederum die Ausgangslage ist dieselbe, 22.800, 31.600 kosten die verschiedenen Automodelle. Die Umsatzsteuer ist zu bezahlen, wenn man privat ist, bei beiden Fahrzeugen. Die Nova ist beim Elektroauto nicht zu bezahlen und da kommt eben aus 28.000 zu 33.000. Das heißt, das ist 5.000 Euro Unterschied, wenn man den E-Golf anschafft. Ich finde, die Regierung hat es sehr ungeschickt verkauft und man könnte das wesentlich cleverer machen, indem man die Steuer vorab stundet und erst im Laufe der Jahre zurückverdient. Aber leider Gottes ist es so botschert angelegt. Denn wenn man sich dann die Jahre anschaut, es gibt keine motorbezogene Versicherungssteuer und die Energiekosten sind nur ein Drittel. Und wenn Sie das dann vergleichen, dann kommen Sie ungefähr auf eine Kosteinsparung, einen Steuervorteil von ungefähr 9.000 Euro. Bei Elektromobilität im Vergleich zu Verbrennungsmotor.
In der Summe sehen Sie dann, dass Sie ungefähr 3000 Euro Kostenvorteil haben gegenüber dem Verbrennungsmotor. Das heißt, der Break-Even-Point, jener Punkt, wo das Elektroauto billiger ist, über alle Kosten gerechnet, Lifecycle-kostenmäßig betrachtet, gegenüber einem Verbrennungsmotor liegt circa bei 5 Jahren. Das heißt, wenn Sie vorhaben, ein Auto länger zu fahren als 5 Jahren, dann bitte kaufen Sie sich heute schon ein Elektroauto. Sie haben einen Kostenvorteil, tun Sie das auf jeden Fall. Also man sieht hier, der Kostenvorteil ist doch erwähnenswert. So schaut die Rechnung wirklich aus. Diese Frage mit der Batterie verbraucht sich zu schnell, möchte ich kurz darauf eingehen. Das ist der Spitzenreiter. Das ist ein Tesla, der fährt zwischen Los Angeles und Las Vegas. Es gibt Leute, die haben Flugangst, die wollen aber trotzdem im Casino spielen. Die fahren mit dem Auto jedes Wochenende zwischen Las Vegas und Los Angeles hin und her. Und da gibt es ein Taxiunternehmen, der fährt die hin und her, und der hat gesagt, boah, bei so vielen Kilometern, wie ich fahre, da zahlt sich Elektroauto aus. Und wenn es einmal nicht mehr so weit geht, dann nehme ich es für meine Ausflugfahrten rund um Las Vegas. Und hat sich als einer der ersten einen Tesla Model S angeschafft. Und der hat jetzt 320.000 Kilometer drauf. Und da hat man jetzt vor kurzem die Messungen gemacht. Und der hat 6% Reichweitenverlust bei 320.000 Kilometer. Das heißt, wenn Sie das jetzt linear hochrechnen, 20% Leistungsverlust, ist so, mit dem man normalerweise rechnet, dann kommen Sie so in der Größenordnung auf 1 Million Kilometer Reichweite. Sie sehen schon, die Technologie ist bereits sehr weit fortgeschritten. Eine andere Frage, die immer wieder aufkommt, ist Lithium. Ja, Lithium geht uns aus. Da muss man mal wissen, 0,7% der Erdoberfläche ist Lithium. Ist auch im Wasser drinnen. Es ist nur so oft so verdünnt, dass sich das nur noch das Bergen nicht lohnt. Aber es gibt bekannte Lithiumvorkommen. Das ist die rote Linie hier, die leicht nach oben geht, weil ja die Vorkommen immer mehr und mehr werden. Und diese grüne Linie zeigt dann, wenn die Elektromobilität faktisch im Best-Case-Szenario explodiert, dann werden wir mal bis 2050 genügend Lithium der bereits bekannten Lithiumfelder haben. Oben die rote Linie, was Sie sehen, das sind die noch nicht erreichbaren, aber bereits bekannten Lithiumvorkommen, die ebenfalls noch ausgeschöpft werden können. Also Lithium haben wir genug. Wir haben leider Gottes so viel genug und der Preis ist nur so niedrig, dass man es nicht einmal recyceln tut. Noch. Aber das wird sich in den nächsten Jahren sicher ändern. Recyceln. Oi, da gibt es ja alle möglichen Geschichten mit seltenen Erden und was so Kinderarbeit und was Tolles drinnen ist. Es ist nicht so. Im Wesentlichen bestehen die Batterien aus Kohlenstoff. Ganz was Einfaches. Das ist verbranntes Holz, mehr oder weniger. Als nächstes gibt es neben dem Kohlenstoff das Kupfer und Aluminium, Kobalt und Lithium, vier Metalle. Drei dieser vier Metalle können praktisch zu 100% wieder recycelt werden. Lithium wird momentan noch nicht recycelt. Das ist ein bisschen schwierig. Die Recyclingquote liegt heute so bei 75% von Lithiumbatterien und kann bis zu 90% in etwa gesteigert werden und wiederverwendet werden. Und das Schöne ist, wenn Sie jetzt eine Batterie nehmen, dann wird die zuerst verwendet im Auto, die ersten 20%, dann noch einmal so viel im Sonnenenergiespeicher, nur mit 20%. Und dann werden diese Batterien recycelt. Und beim Recyceln werden die neuen Batterien wieder hergestellt. Das Material ist alles 100% wieder regeneriert. Das heißt, kann für weitere Batterien verwendet werden. Und das Material, was dann für die weiteren Batterien verwendet werden, weil man in der Zwischenzeit technologisch so einen Fortschritt gemacht hat, ist mehr vom Recyceln, was man rauskriegt, als was man in der nächsten Generation braucht, weil die Energiedichte so nach oben gegangen ist. Also ganz unproblematisch, ist zu tun, ist zu machen, muss also sich der Gesetzgeber darum kümmern, dass das auch passiert, und Vorschriften wird es alles geben, aber technisch gesehen ist es kein Hokuspokus. Ich bin um einen Erfahrungsbericht noch gefragt werden und eben, was ich empfehlen würde, diesen Erfahrungsbericht möchte ich Ihnen ganz kurz geben. Ich selber fahre einen Tesla, ein Model S. Hab 70.000 Kilometer drauf, seit 2 Jahren, kann zum Thema Service noch nichts sagen, hatte noch keinen und auch noch keine Reparatur. Also die Erhaltungskosten eines Elektroautos sind sehr, sehr niedrig. Auch die
Diskussionsteilnehmer vorhin aus der Automobilindustrie haben gesagt, sie liegen ungefähr bei einem Drittel, die laufenden Kosten, was die Wartung anbelangt. Ich habe von der Firma Smatrix, in Österreich ist das der größte Anbieter von Heimladestationen, habe einen Spezialvertrag, ich zahle ca. 2,5 Euro für 100 Kilometer, weil ich einer der ersten war, habe den Spezialvertrag gekriegt, den werden Sie heute nicht mehr kriegen, Sie werden wahrscheinlich so 3,50 Euro ungefähr zahlen, also etwas teurer, als es mich gekommen ist. Es ist ein Early Adapter, hat hier ein paar Vorteile. Leasing und Steuern, alles zusammengerechnet. Ich bin früher einen BMW gefahren, einen 5er BMW GT. Leasing, Steuern, alles zusammen. Obwohl das Auto teurer ist, ist in der Summe gesehen günstiger. Aber ich habe einen Riesensteuervorteil. Das ist der Hinzurechnungsbetrag, weil das Auto einen Hinzurechnungsbetrag bei mir auslöst. Erspare ich mir über den Hinzurechnungsbetrag 440 Euro im Monat oder 5.280 Euro im Jahr netto. Dadurch, dass ich dieses Fahrzeug, dass es ein Elektrofahrzeug ist. Also die Steuer macht hier wirklich schöne Angebote. Wenn das Auto nicht zu teuer wäre, wäre die Mehrwertsteuer noch absetzbar. Ist sie aber nicht. Bis 40.000 voll absetzbar, von 40.000 bis 60.000 teilabsetzbar. Der Wagen liegt leider drüber. Und es gibt Sonderregelungen in verschiedenen Städten, Busspurbenutzung, Kurzparkzone parken und ähnliche Dinge. Ich fahre sehr oft in die Schweiz, wir haben da zwei Firmen und da habe ich öfter zu tun. Und wenn ich in diese Schweiz fahre, dann fahre ich typischerweise von mir zu Hause, das ist Straßwalchen weg, und fahre in einem Zug durch nach Memmingen. In Memmingen mache ich ungefähr 15 Minuten Pause, Frühstück. Bin sehr früh unterwegs, dass ich in München noch vor dem Morgenverkehr durchkomme. Bin dann so ungefähr um 8:30 in Memmingen. Gehe dort frühstücken, dauert meistens länger als wie das Laden. Lade auf, fahre dann weiter ins Rheintal in die Schweiz. Dort komme ich an, stecke mein Auto an, gehe essen. Entschuldigung, gehe ins Meeting. Halte mein Meeting ab. Während der Zeit lädt sich das Auto in 4 Stunden auf, ist dann wieder aufgeladen. Und wenn ich am Abend nach Hause fahre, geht es retour. Da fahre ich dann von der Schweiz bis zum Irschenberg in einem Stück. Dort gehe ich Abendessen. Ist eine schöne Tankstelle, eine schöne Raststätte von der ÖMV dabei, kann man gut essen. Da gehe ich Abendessen und fahre dann am Abend heim. Beim Abendessen beantworte ich ein paar E-Mails. Kurzum, auf meine Lebensarbeitszeit gesehen hat das keinen Einfluss, ob ich Elektro fahre oder nicht. Man macht es einfach etwas anders wie vorher. Ich muss allerdings ehrlich sein, im Winter schaut es nicht ganz so schön aus. Wenn es richtig kalt ist, dann muss ich im Winter nur einmal 15 Minuten länger tanken, da fahre ich bis zum Irschenberg, dort frühstücken, tank 15 Minuten, fahre dann weiter nach Memmingen, in Memmingen noch einmal 15 Minuten und dann in die Schweiz weiter. Das heißt, da verliere ich tatsächlich gefühlte 15 Minuten, etwas ist ja Frühstück, also gefühlte 15 Minuten habe ich hier Verlust. Selbiges beim Heimfahren, also auch beim Heimfahren eine ähnliche Situation. Das heißt, wenn es wirklich kalt wird, so minus 15 Grad oder so irgendwas, so deutliche Minusgrade hat, dann spürt man schon ein bisschen noch, dass die Batterien noch nicht perfekt sind. Wird kommen, aber sind halt noch nicht perfekt. Ein anderes Beispiel, ich fahre gerne nach Lignano im Frühjahr und im Herbst. Schaut ungefähr so aus, ich fahre von zu Hause weg nach Villach. In Villach danke ich, 20 Minuten gehe frühstücken und dann fahre ich weiter nach Lignano. Gehe dort ins Hotel, stecke mich dort in der Hotelgarage an einer 230 Volt Steckdose an. Ein Tag dauert dann das Laden. Wurscht, bin ja auf Urlaub dort und fahre so auch wieder zurück nach Villach und wieder nach Hause. Das alles um 6,50 Euro. Es ist immerhin ein interessanter Nebeneffekt neben der Eleganz und der Angenehmheit eines Elektrofahrzeugs. Das ist so in etwa mein Arbeitsbereich, in dem ich unterwegs bin, so nach Wien, rauf bis Nürnberg, Stuttgart, Zürich, Verona, so. Das ist mein Arbeitsraum, den fahre ich mit dem Auto, darüber hinaus nicht. Ich muss allerdings zugeben, das bin ich auch früher nicht gefahren, weil es mir früher auch zweit war. Also wenn ich nach Berlin auf fahre ich nicht mit dem Auto, da fliege ich rauf und nehme einen Mietwagen oder öffentliches Verkehrsmittel. Das heißt, das ist so mein Bereich. Wenn Sie ein Nutzer sind, der außerhalb dieses Bereiches dauernd fährt, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, überdenken Sie die reine Elektroauto-Version noch, kaufen Sie sich einen Hybrid. Das ist dann die Wahl, aber bitte keinen Diesel und dann haben Sie auch diese Einschränkungen nicht. Aber ein reiner Elektrofahrer sollte wissen, wenn er nach Berlin fährt, fährt er gescheiter mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit dem Flieger.
Das ist nicht so oft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie alle ein Jumbo zu Hause haben, weil Sie einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Die meisten tun das nicht. Es gibt ein paar Ausgefallene, die können sich das leisten. Die meisten tun es nicht. Es wäre auch verrückt, wenn man sich ein Jumbo zu Hause hinstellen würde, weil man einmal im Jahr im Urlaub fährt. Und so ein bisschen ist es auch mit Elektromobilität. Da gibt es übrigens ganz interessante Modelle. Ich glaube VW, wenn Sie bei VW sich ein Elektroauto kaufen, kriegen Sie das Recht, 3-4 Mal im Jahr sich ein Leihauto auszuleihen, ohne dass es was kostet. Und durch diese 3-4 Mal können Sie in den Urlaub fahren, und wenn Sie die ganze Familie mit haben, dann nehmen Sie einen Bus und keinen Sportwagen. Unterm Jahr fahren Sie ein elegantes Sportfahrzeug, aber wenn Sie siedeln, dann holen Sie sich einen Kastenwagen, um zu siedeln. Und recht viel öfter wie 2-3 Mal, stelle ich in meinem Fall fest, braucht man das nicht. Und deshalb ist Elektroauto so interessant. Hier nur ein Bild, ganz interessant. Realität und Wirklichkeit. Hier sehen Sie, wie weit, was Menschen eigentlich so im Tag wirklich zurücklegen. Und da sehen Sie, 94% der Menschen fahren am Tag in Österreich, wir schauen heute Österreich an, in Österreich weniger als 50 Kilometer. Und die kleinen Autos haben heute auch schon 170 bis 200 Kilometer bei 40 Kilowattstunden Batterie, so wie sie heute ausgeliefert werden. Die größeren, wie Tesla beispielsweise, haben so 300 bis 400 Kilometer Reichweite. So, Sie sehen schon, die Reichweite ist heute schon Vielfaches von 94% dessen, was man täglich fährt. Daraus resultierend ergibt sich auch meine Empfehlung. Erstens, bitte kaufen Sie sich keinen Diesel. Alle jetzigen Diesel mit Ausnahme der Sextora-Diesel-Varianten, da gibt es nur keinen deutschen Hersteller, der das erfüllt, haben Abgasprobleme im Realbetrieb. Es ist kein Zufall, dass dort gelogen und betrogen wird und falsche Werte gezeigt werden. Im Realbetrieb schaut es da schlecht aus. Die Abgasnachverarbeitung und Bearbeitung muss sehr hochwertig sein, auch teuer, damit diese Fahrzeuge die Umweltauflagen auch im Realbetrieb erfüllen. Also Diesel würde ich Ihnen nicht empfehlen. Kaufen Sie ein Elektroauto, da hängt es jetzt davon ab. Wenn Sie ein Vielreiser sind, das zeige ich Ihnen noch gleich, was ich meine, ein Plug-in-Hybrid oder eben ein reines Elektroauto. Beides sind Optionen. Wann empfehle ich Ihnen ein Plug-in-Hybrid? Übrigens, Plug-in heißt, Sie können den anstecken an der Steckdose mit einem Kabel und aufladen. Ein Plug-in-Hybrid dann, wenn Sie Berufsreisender sind. Wenn Sie in der Früh losfahren und nicht wissen, ob Sie oben in Wien oder in Graz übernachten. Wenn Sie ein Politiker sind, der durch Österreich rast den ganzen Tag in der Wahlveranstaltung wieder nach Wien zurück, da kann ich Ihnen kein reines Elektroauto empfehlen. Weil ab 500 Kilometer wird es anstrengend. Bis 500 ist kein Problem, aber ab 500 wird es anstrengend. Das heißt, für die, die so ein Fahrverhalten haben und jederzeit über 500 Kilometer fahren, kaufen Sie sich ein Hybrid. Und da ist die Faustformel, mindestens 70 Kilometer müssen Sie weit fahren können. Mindestens 70 elektrisch und zweimal Ihre typische Tagesreichweite. Das ist die Faustformel dazu. Sie müssen sich auch ein Hybrid kaufen, wenn Sie keine Lademöglichkeit haben. Am Land ist es ja einfacher, aber in der Stadt ist es oft nicht so einfach, ein Kabel über die Garage zu spannen oder über den Gehsteig zu spannen. Dann bitte ein Hybridfahrzeug, es sei denn, Ihr Arbeitgeber, es gehört schon zu den modernen Arbeitgebern, wie ich schon viele kenne, und die erlauben Ihnen, schenken Ihnen sogar den Strom und Sie können in der Firma laden. Dann können Sie Elektroauto nehmen. Sonst eher Vorsicht. Ein reines Elektroauto für alle Zweitauto, für alle Pendlerauto. Und Sie können in etwa sagen, wenn Sie nicht einmal pro Woche mehr wie 300 Kilometer fahren, dann sind Sie ein klassischer Elektroautofahrer. Auch hier gilt, mindestens zweimal die Tageskilometer oder alternative 200, 300 Kilometer weit. Das heißt, eine 40 Kilowattstunden Batterie sollte das Auto haben. Jetzt gibt es ein paar, die würden gern und können nicht. Und denen empfehle ich einfach, warten Sie noch ein paar Jahre. Sie haben sicher ein Auto, Ihre Kfz-Werkstätte ist sicherlich bereit, Ihr Auto zu überarbeiten und zu verfeinern. Es wird kein technisches Problem sein. Und dann können Sie dieses Fahrzeug weiter warten lassen, noch 3 Jahre weiterfahren und in 3 Jahren kaufen Sie es. Und in 3 Jahren da werden Sie schon Angebote im Bereich der Elektromobilität haben, die günstiger sind als im Verbrennerbereich. Also dann ein bisschen zuwarten. Das ist meine Empfehlung. Autos gibt schon jede Menge
Und es gibt da sehr zu viele zufriedene Kunden. 46% der Elektroautofahrer sagen, ich bin sehr zufrieden. Weitere 46% sagen, ich bin zufrieden. 4% sagen, mir ist es eigentlich, ich kenne keinen Unterschied. Und 4% wollen lieber ein konventionelles Auto haben. Also 96% in Summe haben eine sehr gute, positive Erfahrung mit einem Elektroauto gemacht. Finde ich eine außergewöhnliche Leistung für eine neue Technologie, die sich erst im Markt einführt. Autos gibt es jede Menge, ganz tolle Autos. Bitte suchen Sie sich eines aus von den vielen Autos. Hier ganz oben ist die Nummer 1, weil er der Schrittmacher ist, Tesla, mit seinen Model S, mit dem X, der SUV, der große Tesla, und rechts oben das Model 3, das jetzt in der Auslieferstart beginnt, Auto um die 35.000 Euro, wie ich schon gesagt habe. Also auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Links der Porsche, 2019 wird der Porsche, der rein elektrische Renn-Porsche, kommen. BMW 5 in Vorbereitung, der Audi kurz vor Auslieferung, Volvo, faktisch BYD, das meistverkaufte Auto rechts unten. Also das sind so die vielen, vielen Autos, die es gibt. Hier die Autos, die für die Mittelklasse ist, da ist oben der Opel Ampera. Der ist noch so rar und so vergriffen, dass er kaum geliefert werden kann. VW Golf natürlich, der Up von VW. In der Mitte unten die ganze Renault-Flotte. Renault ist hier in Europa sehr weit vorne mit der Elektromobilität. So weit vorne wie die Nissan. Rechts Mitte sieht man den Nissan Leaf. Links den Nissan mit dem kleinen Lieferwagen, der sogar Isolation eingebaut hat und ein elektrobetriebenes Kühlaggregat. Natürlich den i3 rechts unten nicht zu vergessen. Also eine tolle Autoflotte, die heute schon beziehbar ist. Natürlich gibt es auch jede Menge anderer Fahrzeuge, anderer Hersteller, die hier angeboten werden, die auch alle in der Summe interessant sind und eingesetzt werden können. Hier Ausblick auf ein paar zukünftige Fahrzeuge, wobei der Citybus in der Mitte schon Realität ist. Der wird schon in den ersten Städten Probe gefahren und auch schon ist auch schon im Realeinsatz. Das Besondere an dem Elektrobus ist, dass er voll autonom fährt und keine Begleitung mehr an Bord hat. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass Sie so lange ausgeharrt haben und den Vortrag bis zum Schluss angeschaut haben. Das ist eine tolle Leistung. Ich sehe, das Thema interessiert Sie. Die Zeit ist eben gekommen und deshalb interessiert Sie vermutlich dieses Thema. Auch wenn Sie nur Teile davon anschauen, ich habe es relativ umfangreich gemacht, weil ich erreichen wollte, dass Sie einen Gesamtüberblick kriegen über diese Thematik und diese vielen Mythen, die in diesem Umfeld existent sind. Ich habe Ihnen zwei Videos zum Abschluss noch vorbereitet. Video 1 zeigt, wie schön die Welt sein könnte ohne den Verbrennungsmotoren in einer Stadt in Verona. Und das Video 2 nimmt ein bisschen die Verbrennungsmotoren auf die Schippe von Renault, durchaus sehenswert. Ich hoffe, das macht Ihnen Spaß. Und was ich mir wünsche, ist, dass ich Sie eines Tages treffe irgendwo auf der Straße und Sie winken mir aus einem Elektrofahrzeug zu. Ich stehe dafür, diesen Schritt zu machen. Dankeschön und schönen Abend.
You're already switched to electricity for many things. So why not for travelling? Renault ZE, 100% electric, 0% emissions.